kaputt, Wackelkontakt, nicht mehr zu gebrauchen, also weg damit. Die Frage ist nur, wohin mit all den nutzlos gewordenen Dingen? Restmüll, Elektroschrott, gelbe Tonne? Weil es sehr, sehr groß ist, vielleicht sogar Elektroschrott. Ich muss überlegen. Karten? Das ist eine gute Frage. Ziemlich kompliziert. Wir machen einen Test. In dieser Garage hat sich so einiges an elektronischen Altlasten angesammelt. Kabel, altes Kinderspielzeug, defekte Glühbirnen und vieles, vieles mehr. Wir packen alles zusammen und wollen wissen, was wird wo entsorgt. Kabel und Glühbirnen, das ist doch eigentlich noch ganz einfach, oder? Also hier steht nichts drauf. Ah doch, hier oben. 40 Watt. Ich weiß eigentlich, weil es steht ja auch drauf, dass Birnen in Rest können, aber vielleicht gibt es Unterschiede, weil das hier ist, glaube ich, eine Halogen. Aber ich würde die jetzt, hier steht, auf dem hier steht nicht in den Müll, das heißt, den würde ich in den Elektroschrott. Diesen hier würde ich aber in den Restmüll. Genau richtig. Glühbirnen gehören in die Resttonne, alle anderen sind Elektroschrott. Kabel bin ich mir ziemlich sicher eigentlich, dass es in den Elektroschrott gehört. Also solange da jetzt nicht noch irgendwas dran ist, was nicht in den Elektroschrott gehören darf. Kopfhörer. Man merkt ja, dass sie versuchen zu verstehen oder sich selber ein Konstrukt aufzubauen, was jetzt eigentlich umweltgerechter ist oder was vielleicht weniger schädlich ist. Hier ist natürlich richtig, auch so passive Geräte oder Kabel, wo viel Metalle, wie zum Beispiel Kupfer verbaut sind, gehören in die Elektroschrottrücknahme, weil sie dann wiedergewonnen werden können. Viktor Schödwell ist bei der Deutschen Umwelthilfe für das Thema Elektroschrott und Kreislaufwirtschaft verantwortlich. Er kann die Verunsicherung unserer Tester gut verstehen. Weil die Elektro-Altgerätesammlung so kompliziert ist, führt es oft dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher diese ausgedienten Elektrogeräte dann schlichtweg in die gelbe Tonne oder in den Restmüll schmeißen. Wie schlagen sich da unsere Probanden zum Beispiel bei dieser Vape, einer Wegwerf-E-Zigarette oder der singenden Geburtstagskarte? Das sieht mir eigentlich nach Altpapier aus. Hier haben wir noch was Elektrisches hier drin. Das ist Mini, aber da gibt es bestimmt auch so Regelungen wahrscheinlich. Ja, die Karte, ich habe das gerade schon gesehen, da ist ja Kabelung drin, das heißt, es leuchtet. Ich würde die, glaube ich, auseinandernehmen und dann in dem Sinne trennen, dass das einmal ins Papier geht und der Rest dann eher Richtung Elektroschrott. Exakt so wird's gemacht. Und die Vape, die Wegwerf-E-Zigarette? Ich hätte gesagt, Restmüll würden viele machen. Aus Faulheit, aus Gewohnheit. Das würde dann in der falschen Tonne landen. Ein Trend, den man bei der Umwelthilfe schon länger beobachtet und der nicht sein müsste. Diese Geräte waren vorher eigentlich Mehrweglösungen, das heißt, man konnte Kartuschen ändern. Und jetzt ist es quasi alles Einweg verbaut und kurz genutzt und dann weg. Und das ist extrem umweltschädlich und sowas ärgert mich extrem. Vor allem Geräte mit Batterien oder Lithium-Ionen-Akkus müssen fachgerecht entsorgt werden. Landen sie als Fehlwurf im Papier oder der gelben Tonne, können sie beim Entsorger großen Schaden anrichten. Unsere jüngste Bilanz zeigt es. Wir hatten im vergangenen Jahr einen großen Anlagenschaden in der Gewerbeabfallsortierung. 4 Monate lang konnten wir keinen Sperrmüll umschlagen. Und im Jahr davor ein Großschaden in der Altpapiersortierung, die danach ein Jahr stillgestanden hat. Millionen Schäden, weil scheinbar harmlose Akkus sich im Müll entzündet haben. Nächstes Beispiel. Wie werden diese beiden Föhne richtig entsorgt? Tipp, es hat etwas mit der Größe zu tun. Okay, der ist über 20 cm groß, also 25. Und der andere ist gerade mal 16. Also eventuell könnte es sein, dass es eine Regel gibt von wegen, wenn es größer als 20 cm ist, ist es Elektroschrott, wenn nicht, dann nicht. Genau, denn seit 2022 gilt das neue Elektrogesetz. Und da spielen sowohl die Größe der Geräte als auch die Größe der Rücknahmestellen eine Rolle. Denn Supermärkte, Elektro- und Drogeriemärkte müssen nun auch Rücknahmen anbieten und gut sichtbar darüber informieren. Mit Schildern oder optional diesem Logo. Überall dort kann man Elektrogeräte kostenlos abgeben.
aber nur, wenn der Markt mehr als 800 Quadratmeter Gesamtfläche hat oder 400 Quadratmeter für Elektrogeräte. Und kostenlos nur dann, wenn die Geräte kleiner sind als 25 cm. Größere werden nur umsonst entsorgt, wenn man ein neues Gerät dafür kauft. Wir wollen testen, ob das klappt und nehmen dafür die beiden kaputten Föhne mit. Unser erstes Ziel, ein großer Elektromarkt, der sicherlich größer als 800 Quadratmeter ist. Aber weder am Eingang noch drinnen im Markt gibt es Hinweisschilder für die Entsorgung von Altgeräten. Erst auf Nachfrage teilt uns eine Mitarbeiterin mit, die Geräte doch bitte hinten auf dem Parkplatz zu entsorgen. Doch wo? Die Container sind verschlossen oder mit Pappe gefüllt. Lediglich bei der Warenausgabe für Online-Käufe stehen ein paar alte Waschmaschinen und ein einsamer Drucker. Keine Ahnung, ob die defekten Föhne hierhin gehören. Aber vielleicht ist das woanders ja eindeutiger geregelt. Nächster Versuch. Ein großer Supermarkt. Schließlich verkaufen die auch solche Elektroartikel. Am Eingang ein großes Hinweisschild. Immerhin. Aber drinnen nichts. Auch nicht bei den Elektrogeräten. Auf Nachfrage darf ich aber beide Föhne abgeben, obwohl es eigentlich nur für den kleineren unter 25 cm vorgeschrieben ist. Während es der richtige Schritt ist, um die Sammlung zu vereinfachen für Verbraucherinnen und Verbraucher, ist leider die Realität eine andere. Nach unserer Einschätzung liegt es daran, dass die Händler schlicht diesen Aspekt der Rücknahme nicht als Serviceangebot wahrnehmen, sondern als reinen Kostenfaktor. Und sie versuchen, diese Kosten für die Elektroschrottrücknahme zu minimieren und dementsprechend bieten sie sie gar nicht schlecht oder sehr unverbraucherfreundlich an. Okay, wenn es also im Handel oft so kompliziert ist, vielleicht geht es ja online einfacher. Schließlich werden heute fast 40% aller Elektrogeräte online gekauft. Auch im Onlinehandel müssen Rückgabemöglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher bereitgestellt werden, dort allerdings ein bisschen anders. Als da wären, Kleingeräte bis zu 25 cm Kantenlänge müssen Onlinehändler kostenlos zurücknehmen und dafür eine geeignete Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung schaffen. Was das genau bedeutet, unklar. Geräte bis 50 cm Kantenlänge, wie zum Beispiel eine Mikrowelle, kann man nur dann kostenlos bei der Sammelstelle eines Online-Händlers abgeben, wenn man ein neues, ähnliches Gerät gekauft hat und dies auch per Rechnung belegen kann. Anders sieht das bei Großgeräten wie etwa einer Waschmaschine aus. Da muss der Online-Händler selbst eine kostenlose Abholung anbieten, im Tausch gegen ein ähnliches, neues Gerät. Auch das testen wir. Und siehe da, es klappt. Eine der Sammelstellen ist ein 3,5 Kilometer entferntes Lebensmittelgeschäft. Dort können wir ohne Nachfrage oder Kontrolle das online gekaufte kaputte Elektrogerät wieder loswerden. Übrigens, vorgeschrieben ist auch, dass Online-Händler bei der Bestellung aktiv auf das Angebot zur kostenlosen Altgeräteentsorgung hinweisen müssen. Das hat unser Versandhändler gut gemacht. Trotzdem, Entsorgen von Elektroschrott bleibt eine komplizierte Angelegenheit in Deutschland. Kein Wunder, dass viel zu viel davon in der grauen Tonne landet. Und was war mit den Kreditkarten? Die Karten würde ich, glaube ich, zerschneiden und dann... Also wenn ich zu Hause wäre, würde ich es, glaube ich, in den Restmüll schmeißen. Aber vermutlich ist es dann Elektroschrott. Ganz genau. Karten mit einem Chip gehören in den Elektromüll. Die Realität der Elektroschrottsammlung sieht leider sehr schlecht aus. Also gesetzlich ist 65% verpflichtend zu sammeln. Und in Deutschland liegen wir gerade mal bei 40%. Das heißt, verpassen wir diese Quote schon seit mehreren Jahren drastisch. Und das ist total schlecht für die Umwelt und muss schnellstmöglich geändert werden. Die Sammelquote hat sich sogar verschlechtert. Höchste Zeit also, Elektroschrott richtig zu entsorgen.